Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Unser reines Gefäß ist aufgestiegen. Hinter diesem Tor liegt einzig der bedauerliche Abfall seiner Schöpfung. Wir werden diesen Ort nicht länger betreten. Habe ich jetzt mal vorgelesen fürs Let's Play. Aber schön, dass du da bist, Frog. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich hätte sie jetzt gerade auch gebrauchen können. Aber ich wusste nicht, wo ich lang muss. Alter, ist das gut? Also, man meint in Hollow Knight hättest du immer die gruseligen Orte schon gefunden. Und dann machst du einen Schritt woanders hin. Ich sterbe hier, ne? Dann machst du einen Schritt irgendwo hin und dann bist du schon wieder dead. Also dann ist schon wieder gruselig. Geh einfach nach unten, ja, ja. Natürlich. Was denn auch sonst? Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Nicht Wurf. Oh. Ich hab den Magneten dabei, ne? Geil. Nach unten ist immer schwierig. Mein... What? Ey, Mädchen, man stirbt da. Oh, Scheiße. Boah, Alter, wie weit geht's denn da runter? Ah, deswegen habe ich... Junge! Alter. Der Abgrund. Ah, hier ist das Abyss. Okay. I see. Hier gibt es zum Glück sehr, sehr viele Energievorräte für mich. In Form von diesen kleinen Kackinsekten. Für die ich zu blöd bin, die zu besiegen. Holy shit. Okay, hier ist aber nichts mehr, nur rechts. Wieso sind da Stacheln? Ist es dein Ernst? Okay. Aber ich sehe... What? Okay, Digga. Aber ich weiß... Ja, jetzt sind wir hier und ich sehe nichts, deswegen... Hallo? Alter. Die verschwinden nicht ganz. Das ist schwierig. What the fucking hell ist das? Alter. Okay, das ist quasi... Wenn man Yu-Gi-Oh! Wenn man das in Yu-Gi-Oh!-Sprache ausdrücken würde, ist es nicht der Friedhof, sondern die Banish Zone. Alter, oh, Alter. Ich wette, unser Endgegner ist so ein schwarzes Kackviech. Ah. Moin. Jo. Was? 3 Damage? Ne. Und die geben mir keine... Gott. Okay, da komme ich nicht rüber, I guess. Ah doch, ich könnte diesen Superjump machen, ne? Aber... Irgendwie will ich da noch nicht hin. Alter, was ist hier los? Hey, dieses Game, dieser Ort, dieser, ne? Vor allem wie diese Knochen hochjumpen, wenn ich jumpe. Digga, wie viele sind hier schon verreckt? So einfach 1 Milliarde. Okay, hier ist Energie. Ja, aber nicht, wenn ich sterbe dabei. Das finde ich sehr sozial bis jetzt. Oh, das sieht sehr
speziell aus. Kann ich nicht nach oben, somehow? Oder was ist hier? Ist hier irgendwas Spezielles gewesen? Ruf mein Internet. Fühle ich. Okay, irgendwas sagt mir, ich muss doch nach rechts. Hallo Tommy. Ah, hast du Upspell? Ah, habe ich, ja, stimmt. Habe ich voll vergessen. Upspell. Spell war doch. Ach, deswegen gab es diese Kackviecher, damit man genug Mana hat für den Scheiß. Also Seele. Oh mein Gott. A plus Spell. Spell war Y, glaube ich, bei mir. Nee, also ja, hier. Ah. Nee, hä? What? What? Konsumiert Abgrundschrei. Alter, das hört sich schon nice an. Drücke kurz B, während du hochhältst, um den Schrei zu entfesseln. Zauberer brauchen Seele, fülle Seele. Ja, moin! Wie soll man das denn blind wissen, dass man hier den Schrei aktivieren muss, um den Abgrundschrei zu kriegen? Okay. Der ist schon gigabroken. Ich glaube, der macht doch guten Damage, wa? Alter. Okay, aber was... Okay, war nice, ne? Nehme ich mit. Gerne. Aber jetzt muss ich ja... Well, der Spell... Weil der Spell... Was? Weil der Spell Schrei der Ahnen heißt. Schrei der Ahnen? Okay. Ach so, du meinst, der normale Spell heißt Schrei der Ahnen? Warte, das kann man ja nachgucken eigentlich. Ah, jetzt nicht mehr. Elendsturz, Rachegeist, Abgrundschrei. Oh mein Gott, ich weiß auch, was jetzt passiert. LOL. Ich bin ja hergekommen für den Shade Cloak, für den Schattenumhang. Hier, Mottenflügelumhang. Mit dem kann ich ja dashen. Und ich bin hierher gekommen, um eigentlich den Shadow Dash machen zu können. Das ist ja ein Upgrade davon. Ich glaube, oder ist eine Theorie jetzt von mir, die muss Rock jetzt auch gar nicht bestätigen, aber kann es sein, dass hier alle Spells geupgradet werden und ich dann zur dunklen Seite gehöre, ne, mit Abgrundschrei und vielleicht verbessert man den Geist auch und den Elendsturz, wobei, Alter, der Elendsturz ist eh schon completely beyond. Ich weiß gar nicht, wie man den noch verbessern soll. Ja, moin. Tötet es die eigentlich komplett? Es tötet die komplett, wa? Alter! Oh, die geben mir keine Seele. Alter, 2 Damage machen die nur. Ah ne, die sterben eh. Okay, ich dachte sie... Nur der Abgrund... Oh mein Gott! Yo! Chillt doch mal, bitte! Danke!
Die haben auch unterschiedliche Köpfe, ne? Das sieht man einfach, dass es unterschiedliche Charakter waren mal. Ah ne, die haben alle den gleichen Kopf. Oder doch? Es gibt die traurigen? Ah ne, das sind die angedamaged wahrscheinlich. Alter, sind die schnell. Nein, oh mein Gott! Schnell rein da. Ist das ein Leuchtturm? Habe ich das jetzt angemacht? Ah, der Hebel. Da war ein Hebel. Wow. Warte mal, wer bist du denn? Ausschalten kann nicht. Mein König, es tut mir leid. Die See ruft. Sind die jetzt weg wenigstens? Die sind weg, ne? Der Zauber hieß Howling Wrath. Howling Wrath. Okay, die sind weg, ne? Das ist die See wahrscheinlich. Okay. So weit, so gut. Okay, da sterbe ich instant. Warte mal, kann ich den hier machen? Nein, kann ich nicht. Wieder. Okay. Ich hätte gerne eine Parkbank. Ja, ich wette mit dem... Schattenumhang. Drücke RT, um in Schatten gehüllt vorwärts zu sprinten. Benutze den Umhang durch Feinde und deren Angriff sind ohne Schaden zu nehmen. Lol. Danke dir. Ein aus dem Stoff des Abgrunds gefertigter Umhang. Erlaubt es dem Träger doch Feinde und deren Angriff schon ohne Schaden zu nehmen. Lol. Ein arkanes Ei. Ein mysteriöses steinernes Ei aus einer Zeit vor der Geburt von Heilandsnist. Ein Relikt aus ferner Vergangenheit. Dieser Gegenstand ist nur noch für diejenigen wert, die sich mit der Geschichte beschäftigen. Also, der eine Boy. Alter, wir haben ganz schön viel wieder gesammelt. Der verkauft uns das bestimmt. Achso, ja, da kamen wir rüber. Digga, what is happening here? Ah, das dauert kurz. Okay. Bis die schwarze Energie wieder bei mir ist. Gut zu wissen. Huch. Ja, also so krass ist das jetzt nicht. Hast du schon den letzten Charme? Was meinst du mit Charme? Als ob der mich jetzt tötet, Digga. Oh lol, ich bin hier wieder geboren. Okay. Ah, ich bin so ein Lelek.
Talisman. Sehendes. Nee. Alter, wie viele Sockel ich habe, merke ich gerade, ne? Ruf nicht mal eine Hälfte. Was? Ich hab doch die Hälfte. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf fehlen mir noch. Eine Hälfte des letzten Talismans. Was? Seit wann sind die halbiert? Ich muss erstmal meinen Schatten holen hier, Digga. Boy. Oh. Oh, Alter. Hab ich kurz vergessen. Ich dachte, ich wäre schon drüben. Immer wieder lustig. So, jetzt aber der Schatten. Kannst schon in den See reinspringen. Das ist meiner, ne? So, und der da hinten ist nicht meiner. Ah! Boy, this bee, it's so different. So. Junge, wieso bin ich so scheiße in diesem Spiel für kleine Kinder? Oh Gott. Also manchmal, oh Gott, staune ich schon über meine eigene Fettfingerigkeit. Miau. Junge, wie weit geht's denn hier hoch? Oder anders gefragt, wie weit bin ich denn gefallen? Du musst noch drei Sachen machen, bis du den letzten Tag machst, aber du brauchst sie nicht für das normale Ende. Okay. Oh, what? Ihr seht sie, ne? Gut, ich dachte, meine Facecam ist dazwischen. Geist, du hast dich also deinem Geburtsort gestellt und umhüllst dich jetzt mit seinem Schatten? Ich komme von da unten? Oh. Stimmt, wir sind ja ein lebloser Geist, ich vergaß. Unsere Kräfte haben ähnlichen Ursprung, aber diesen Teil von dir, diese essentielle Leere, haben wir nicht gemeinsam. Komisch, dass solche Dunkelheit mir Hoffnung gibt. In ihr sehe ich die Möglichkeit auf Veränderung. Dir steht eine schwierige Reise bevor, doch sie könnte dir auch eine Wahl eröffnen. Den Stillstand unserer Welt zu erhalten oder in das Herz ihrer Krankheit vorzustoßen. Der Geist ist eine Hülle, duh. Ja, ich weiß. I know. Ich habe die Story ja gelesen. Ich habe mich ein bisschen spoilern lassen. So. Ja, jetzt kann ich ja zu dem einen Ort, wo ich nicht kriegen konnte. Obviously. Am I right here?
Das wird bestimmt auch so ein richtig krasser Ficker später. Wie viele von diesen Wächtern hast du schon besiegt? Ja, einen. Lel. Also wenn du jetzt die... Ne? Die drei Großen meinst. Ich habe die Bezeichnung jetzt nicht mehr im Kopf. So. Genau, zu dem könnte ich jetzt hin. Glaube ich. Ja doch, wegen dem Shadow Dash. Irgendwo hier war ja der Shadow Dash. Da gönne ich jetzt der vonnöten und da kann ich jetzt, glaube ich, hin. Genau. Ja. Ich könnte auch nochmal versuchen, jetzt wo wir echt weit sind, hier im Seelenheiligtum den einen Fuzzi wegzumachen, weil ich muss eh nochmal hier hin, irgendwo da, glaube ich, um zu verkaufen. Ja, das heißt, wir gehen jetzt in die Stadt der Tränen. Du musst noch fünf Sachen machen, um das Ende freizuschalten und drei bedingt. Ja. Ja, wahrscheinlich sind die anderen zwei die Wächter töten. Lel. Hier glaube ich, ne? Lagerraum wieder statt. Das war schon minimal gruselig, aber das war mein Geburtsort? Ja, sick, though. Genau, da bin ich richtig. Das war ein kurzer Lake. So, jetzt gehen wir. Hier irgendwie so entlang. Kannst du eigentlich noch den nächsten Spell holen, aber fürs erste Hinterfrosch sein aktiviert. Okay. Den nächsten Spell. Oh mein Gott. Ah, ich habe mich umgedreht. What the fuck? Moin, 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 moin. Lol. Viel versprochen, Seelen zu dienen, Seele verdrängt. Ah, das habe ich schon. Okay. Call me Sir Stachelfuß. Because I tritt mein Fuß every time in die Stachel. Man kann jeden dritten Dash zum Schattendash machen. Vom Cooldown her. Genau, jetzt erstmal ganz runter und den Scheiß verkaufen. Easy outsmarted. So. Bin ich vorbei? Nee, Quatsch. Ich fettfingere. Mein Bart juckt. Da ist er, der Typ. Moin. Der hat gar nichts mehr zu erzählen. Was ist das? Ein Journal eines Wanderers? Davon habe ich jetzt so viele. Wenn ich erstmal dazu komme, sie alle zu entziffern, werde ich wohl der größte Gelehrte über die Toten von Highlands Nest sein. Ein Journal eines Wanderers. Es ist unglaublich, wie viele davon du schon gefunden hast. Du musst die ganze Weite des Königreichspalastes haben, um seine Sammlung zu haben.
Es ist unglaublich, wie viele du schon gefunden hast. Du musst die... Oh, okay. Ich glaube, jetzt sagt er nichts Neues mehr, oder? Krass. Er sagt einfach nichts Neues mehr. Okay, Königsidol. Ein Königsidol? Ich habe mich schon oft gefragt, wie der König wirklich war. Abbildungen zeigen immer imponierende, gleißende Gestalten mit einer wilden, gezackten Krone. Ich glaube aber, dieses Bild wurde reichlich ausgeschmückt. Ein Herrscher, der Verehrung sucht, versteckt seine Makel. Es wäre von Nachteil, wie ein gewöhnlicher Käfer auszusehen. Jetzt kommt's, das arkane Ei. Ein arkanes Ei, was? Also das nenne ich alt. Solche Relikte sind der Stolz von Sammlern wie mir. Sie tragen ein Geheimnis in sich, aber es ist schwere, mühevolle Arbeit, es ihnen zu entlocken. Eine große Offenbarung lässt sich jedoch gleich erkennen. Diese Zivilisation mag zwar behaupten, sie sei die erste gewesen, doch es gab an diesem Ort schon etwas vor Heilands Nest. Jedes Ei gewährt einen kleinen Einblick in diese vergessene Zeit. Du hast keine Relikte mehr bei dir? Wenn du welche findest, die im guten Zustand sind, bringe sie zu mir und ich werde dir eine Menge Geo dafür geben. Okay. Das heißt, es gab vor Heilands Nest auch schon etwas, ne? Das ist natürlich interesting, oder? Wer bist du denn, Digga? Tschüss. Tschüss. Wir haben jetzt 3.000 Zeugs. Ist halt jetzt nur das Ding, ob wir das irgendwie ausgeben können. Sinnvoll. Versteht sich. So, mein Freund, machen wir dich noch mal kurz weg. Ich hab zwar sein Bewegungsmuster gar nicht, doch, ich ungefähr. Nicht mehr ganz, aber ungefähr habe ich es im Kopf. Der Seelentyrann. Oh, ja, der Shadow Dash war eigentlich gut. Aber leider. Ich bin doof. Ich bin sehr doof. Würde ich gerne heilen, Digga. Aber eher nicht so Bock drauf wahrscheinlich. Okay. Hey, ich hab gedasht. Schwöre, ich hab gedasht. Schwöre. Schwöre. Oh, der macht dir dieses Antäuschen. Was? Oh, da bin ich so hochgesprungen. Oh mein. Ja, nee. Der erste Versuch ist immer der schlechteste. Das ist ja wohl dir klar. Wie er mich verarscht. Man kennt ihn. Wie soll ich das. Ah. So zum Beispiel. Ich hätte heilen können. Ich hätte heilen sollen. Ich hätte auf jeden Fall heilen sollen. Oh mein Gott. Jetzt rastet er komplett aus. Ja, ich bin tot. Lächerlich.